Also bei mir war das so. بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، بزم تنبوخ العربية بين يديك und mit der Prüfung jetzt von الوحدة الثالثة والرابعة Modul 3, 2 und 3 tut mir leid 3 und 4. أولا المفردات. طيب، صل بين الشيء والمكان الذي يوجد فيه. شيء دي زخة، also verbindet zwischen der Sache und dem Ort. الذي يوجد فيه، in dem er ist. أنا أعطي مثال، ich gebe ein Beispiel. رقم واحد، فرن. الفرن في جيم المطبخ. الفرن في المطبخ. Der Ofen ist in der Küche. شيخ شهريا. رقم اثنان، سرير. أين السرير؟ رقم اثنان، سرير في غرفة النوم. أحسن، سرير نعم das Bett in dem Schlafzimmer. نعم، لكن في غرفة النوم، ليس غرفة النوم، غرفة النوم. غرفة النوم. Ist das ein Fehler im Buch oder? Nee, das Wort an sich ist so alleine okay, also غرفة النوم ist so richtig. Aber wir haben das jetzt im Satz benutzt und wir haben Ah, viel mit gesagt, Vieh. im. Ah. Genau. Und durch der Präposition hat es jetzt Kesra bekommen. Richtig. Majrur. Also, Okay. Sarir fi ghurfatin nawm. نعم، أحسنت. طيب، الأريكة. أين الأريكة؟ أريكا في غرفة أريكا في غرفة ال أو أريكا في غرفة جلوس. نعم، الأريكة في غرفة الجلوس. طيب، رقم أربعة. الأريكة في غرفة الجلوس. أحسنت. رقم أربعة، المرآة، ونشت المرأة، das ist ein großer Unterschied. المرأة ist die Frau. المرآة، der Spiegel. الأريكة war der Sofa oder der Sessel. المرآة في حمامي. في الحمام. المرآة في الحمام. نعم. رقم خمسة، الكتاب. أين الكتاب؟ الكتاب في المدرسة. طيب، الكتاب في المدرسة. وأين الصلاة؟ الصلاة في مسجد. في المسجد. في المسجد. أحسنت. أوكي. Natürlich ist es ein bisschen nicht so schön, dass man das sagt, dass man diese Ideologie hat, dass das Gebet eigentlich nur in der Moschee ist. Das Gebet sollte man auch eigentlich zu Hause haben. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch in einem Hadith, ich weiß jetzt nicht diese Maraja, die Quellen, gesagt, dass man auch dem Haus einen Anteil geben soll an das Gebet. Und das sind dann eben die Sunnah, dass man die Sunnah zu Hause betet. Und die Faraid in der Gemeinde und das Beste ist dann eben in der Moschee. Genauso das Buch. Man hat immer die Ideologie, dass, also in arabischen Ländern, dass die Bücher immer in der Schule nur sind. Zu Hause sollte man sich nicht um Bücher kümmern oder Bücher ist irgendetwas nur, was man für die Schule braucht. Deswegen sieht man hier leider, leider wirklich, nachdem die Schüler dann immer am Ende des Jahres fertig sind mit der Schule, weil die Prüfungen sind nicht wie in Deutschland, dass man in der Mitte des Jahres Prüfungen hat, sondern am Ende des Jahres. Das bedeutet, der Schüler, der geht die ganze Zeit zur Schule, lernt nicht, lernt nicht, lernt nicht. Und dann am Ende des Halbjahres oder am Ende des Jahres hat er seine Prüfung, fängt er an, so in den letzten 4 Tagen zu lernen.
Und nachdem er dann immer die Prüfung fertig gemacht hat, verbrennen sie sogar die Bücher. Das ist etwas ganz Schlimmes. Also so einen Kopf haben die. Okay. طيب. الآن رقم اثنان. أضف الكلمتين oder أضف كلمتين إلى كل مجموعة. Hast du verstanden, was man hier machen muss? هل فهمت؟ مجموعة heißt passend, oder? مجموعة Gruppe. Also Gruppe. Adif, das Wort kenne ich nicht. Kalimatain sind zwei Worte. Genau. Füge zwei Wörter hinzu in jeder Gruppe. Ah. Wir haben Rakam Wahid, Rakam Asas und Mir'at. Mir'at, der Möbel. Spiegel. Genau, und Spiegel. Zu diesen Wörtern, die passend sind, sollen wir auch noch zwei hinzufügen. Oder da steht Asas, also Möbel, und eins davon ist dann eben Spiegel. Man könnte sagen, Maida, der Tisch. Maida, so, den Namen. Kursi, Stuhl. Kursi, und das, na. No. Hast alles vom Koran abgeguckt. Richtig, sozusagen. Aber, okay. Also man könnte auch Sarir sagen, oder zählt das als Möbel, Sarir? Ja, genau, Sarir, Arika, was wir gerade hatten. Wir können auch Mikwa, den Bügeleisen. Ah, okay. Also, ja, vieles könnte man hinzufügen. Okay, Nummer ist Nen, Adat Tartibia, also die Nummern in der Reihenfolge. Al-Awwal. Okay. Al-Awwal, Al-Thani, Al-Thulatha, Al-Thalith. Al-Thalith. Weil Thulatha ist Dienstag. Al-Thani. Ah, okay. Al-Awwal, Al-Thani, Al-Thulatha. Al-Thalith. Al-Thalith, Al-Thalith. Al-Awwal, Al-Thani, Al-Thalith. Super, Ahsan. Jetzt hier. Af'al yadhhabu. Verb. Af'al, also heißt Verben, oder? Ja. Okay. Yadhhabu, yakra'u. Mumtaz. Und ich muss kurz überlegen, was heißt er betet Yasalu oder? Yusalli. Yusalli, Yusalli. Genau. Also yadhabu, wir haben auch vieles gelernt. Yusalli. Wir haben Yadhabu, wir haben Yusalli, wie du gesagt hast, lesen, Yaqara'u. Wir haben Yakwi. Yakwi, bitte. Yarsilu. Ja, Yarsilu haben wir auch. Wir hatten schon einiges gelernt, Jan. Yushahidu hatten wir auch. Yushahidu, richtig. Okay. Al-A'dad, Sab'a. Ja, ich muss kurz mal. A'dad sind Nummern, oder? Genau, die Nummern. Sab'a. Thamania, Tis'a. Thamania, Ahsan, Tis'a. طيب. Al-An, Ghuraf, Zimmer. Hammam. Hammam. Ghurfatul Julus, Ghurfatul Naum. Ahsan. طيب. أماكن. أوتا. مسجد. مدرسة. ممتاز. Kann man beide auch als Ort sagen? Oder könnte man auch vielleicht sagen, ja. Oder ich muss kurz überlegen. Mist, das war. Hatten wir sowas wie das Wort wie für Markt, Marktplatz, Markt? Ich weiß wirklich nicht. Also mir fällt auch jetzt gerade nicht viele Orte ein. Deswegen
Vielleicht Straße könnte man vielleicht noch sagen. Was heißt Das hatten wir. Scharia. Scharia? Das müssten wir, glaube ich, gehabt haben. Und wir hatten auch Viertel. Hai. Was heißt das? Entschuldigung. Hai. Ha und ja. Und Hai Shadda. heißt was nochmal? Viertel. Viertel. Viertel, hi, okay. Also hier können wir zum Beispiel Masjid, Musalla hatten wir auch noch. Und dann Sharia, Hai und vielleicht auch Beit. Okay. Istifham, die Fragewörter. Hell zum Beispiel. Was noch? Einer, Eina, Mada. Name. Mada, genau. Hast du noch was? Also Mathe. ممتاز نعم wir hatten auch glaube ich wie viel Also Käfer wie? genau Aber wie viel habe ich vergessen leider? ach so Chem Kam, okay. okay. طيب الآن ثلاثة ضع علامة خطأ على الكلمة الغريبة also leg X auf dem fremden Wort رقم واحد طبيب مدرس مهندس ستارة طبيب ist der Arzt, mhm. Mudarris ist vielleicht der Lehrer oder Ja, genau. Mudarris, Mohandes der Ingenieur Genau. und Sitara hört sich ein bisschen wie Sayara an, vielleicht Fahrer, weiß nicht. Nein, Sitara ist der Vorhang zu Hause. Der Vorhang, ah, okay, Sitara. Genau. Kann man auch Genau. das Wort Hijab für Vorhang nehmen oder Hijab? Das ist im Koran vorhanden worden. Also wenn wir die Mütter der Gläubigen ansprechen wollen, dann sollen wir die hinter einem Hijab ansprechen. Hinter einem Vorhang. Wallahu Also a'lam. Sitara, Vorhang, und dann wäre das das falsche Wort. Genau. Oder das fremde Wort. Das Idan fremde Wort. Kalimat Sitara, Al-Kalimatul Ghariba. Sag mal nochmal den Satz, ich habe das nicht ganz verfolgt. كلمة ستارة الكلمة الغريبة الكلمة ستارة نعم الكلمة غريبة. نعم also das Wort ستارة ist das fremde Wort طيب رقم اثنان مطبخ حمام عمل غرفة Mottbach, die Küche, Hammam, Bad. Amal ist die Tat, Urfa das Zimmer. Amal die Tat ist das fremde Genau. Wort. Also Al-Kalimat, Amen. Ja. Al-Kalimat, Amal, Al-Kalimatul Ghariba. Nein, Ahsan. Amel könnte man auch als Arbeit übersetzen. Ah, okay. Weil Tat ist mehr Fe'il. Die Tat, Fe'il. Und dann der Täter, Fa'il. Also der das macht. طيب رقم ثلاثة يغسل ينام يكوي صحيفة يغسل يغسل و يغسل و erwäscht ينام ja erschläft يكوي erbügelt صحيفة kann Seite heißen, aber auch Zeitung. genau Immer صحيفة الكلمة الغريبة. نعم أحسن رقم أربعة حافلة فرن ثلاجة سخان حافلة فرن فرن der Ofen oder فرن der Ofen نعم ثلاجة ثلاجة
Thalaja. Also Hafila kommt mir bekannt vor, aber ich habe es vergessen. Hafila. Wir hatten immer Sayyara oder Hafila. Hel tadhhabu bil Hafila? Achso, okay. Also Sayyara, das Auto, und Hafila, der Bus. Genau, richtig. Also Hafila, vorn der Ofen, Thalaja, Sachan. Sachan weiß ich auch nicht. Der Boiler. Also der Wasserkocher oder Kocher? Der könnte man als Wasserkocher bezeichnen. Man nennt das auch für diese Heizung. Also wenn man heißes Wasser in der Toilette oder im Bad haben möchte, das ist auch ein Sachan. Ach so, Sachan, okay. Okay, und Thalaja? Thalaja. Das Kühlschrank. weiß ich. Kühlschrank, okay, Thalaja. Okay, also Furun, Ofen, Thalaja, Kühlschrank, Sachan, Boiler, also alles so Utensilien, die man in der Küche hat. Und Hafila, der Bus, passt nicht, also Al-Kalima. Al-Kalimatu Hafila Al-Kalimatul Ghariba. أحسنت نعم رقم خمسة الأول الرابع واحد الثالث الأول der erste الرابع der vierte واحد eins الثالث der dritte also die Zahl واحد passt nicht, weil das andere sind so Reihenfolgen oder wenn man Rangfolgen beschreibt, wer der erste, zweite oder was der erste, zweite ist, dann benutzt man die anderen Wörter. Aber Genau. Al-Kalimatu Wahid Al-Kalimatul Ghariba. نعم. ستة. غرفة، أثاث، بيت، شقة. Okay, Ghurfa, das Zimmer. Athaf, die Möbel oder das Möbelstück. Ja. Bait, Haus. Und Shaqqa, die Wohnung. Genau. Und ich würde sagen, Al-Kalimatu Athaf, Al-Kalimatul Ghariba. Ahsant, nein. Sab'a, Sa'a, Masjid, Madrasa, Musalla. Also Masjid, die Moschee, Madrasa, die Schule, Musalla, der Gebetsraum. Sa'a habe ich vergessen, was das bedeutet, oder weiß ich nicht mehr. Zum Beispiel, Kam Sa'a, Sa'atu al-Khamisa. Also die Uhrzeit, oder? Genau, die Uhr. Ah, die Uhr. Dann passt das Wort Sa'a nicht. Also Al-Kalimatu As-Sa'a, Al-Kalimatul Ghariba. Ahsant, no. Wir gehen zur nächsten Seite. Dann haben wir das Sofa Italia. So. Sil beina juz'ay al-jumla. Verbinde zwischen den zwei Teilen des Satzes. Yaghsilu. Womit können wir das verbinden? Zwischen den zwei Zeilen des Satzes. Zwei Teilen. Achso, zwei Teilen. Also der Satz hat man geteilt, okay, Gewerb okay. Auf einer Seite und den Rest des Satzes auf der anderen Seite. Okay, also man muss das mit der linken, die rechte Seite mit der linken Seite verbinden. Yamin ma yasar. Yarsilu. Also Yarsilu heißt, glaube ich, waschen, erwischt. Nein. Ich muss nochmal alle Wörter durchgehen. Okay. Ich würde sagen, Yarsilul Malabis wal Atbaq. Erwischt die Kleidung und das Geschirr. أحسنت نعم صحيح طيب يشاهد يشاهد er schaut نعم يشاهد التلفاز
Er schaut Fernsehen. Yushahidut Tilfaz. At Tilfaz. Ah, okay. Yushahidut Tilfaz. Er schaut Fernsehen. رقم ثلاثة يذهب إلى يذهب إلى Man könnte sagen, يذهب إلى المدرسة. Er geht in die Schule oder er geht zur Schule. نعم يذهب إلى المدرسة أحسنت إلى المدرسة طيب رقم رقم أربعة يكنس يكنس Ich muss nochmal gucken. Yaknusu heißt, glaube ich, er saugt Staub. Ja. Ich muss mal. Okay. Yaknusul Rurfa. Er saugt den Staub des Zimmers. نعم أحسن oder im يكنس الغرفة يكنس الغرفة. طيب خمسة يقرأ يقرأ الصحيفة. Er liest die Zeitung. نعم يقرأ الصحيفة أحسن طيب يصلي 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 الجمعة في المسجد. Er betet Jumma vielleicht, hast Freitaggebet in der Moschee. أحسنت نعم صحيح طيب يسكن Also meint man mit Jumma das Freitagsgebet oder Freitag, weil wenn man das übersetzt, Yusolli, er betet den Freitag in der Moschee. Das hätte keinen Sinn. Also wenn man sagen würde, den Freitag, dann hätte es gar keinen Sinn. Deswegen ist hier Freitagsgebet. Natürlich, im Arabischen musst du mal wissen, es gibt immer Wörter, die versteckt sind. Also zum Beispiel, Subhanallah, ich hatte gerade etwas im Kopf. Mit Jumma meint man Salatul Jumma, wenn ich die verstanden genau, habe. Richtig. Also genau, hier kann man sagen Yawmul Jumma oder Salatul Jumma. Hier ist natürlich Salatul Jumma gemeint und nicht Yawmul Jumma. Ah. Im Koran zum Beispiel in Surat al-Kahf wird gesagt, وَيَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ رَصْبًا. Also übersetzt heißt ungefähr, dieser König, also als Musa a.s. mit Khidr a.s. gelaufen sind, sind ja einige Sachen passiert. Eine von diesen Sachen war eben mit dem Schiff, dass er ihn gebrochen hat. Am Ende hat er erklärt, dass es einen König gab, der alle Schiffe nahm. Das ist die wortwörtliche Übersetzung. Wenn man aber im Tafsir schaut, dann findet man, dass hier noch ein Wort fehlt, und zwar jedes gebrauchbare oder jedes gesunde, heile Schiff. Weil es macht keinen Sinn, dass ein König Schiffe nimmt, die kaputt sind. Verstehst du das? Richtig. Also man setzt voraus, dass man dieses Wort mitliest. Also obwohl genau. Es nicht explizit steht, genau, ist damit gemeint. Genau. Oder zum Beispiel, man sagt, frag den Dorf. Frag das Dorf. Okay? Jetzt, ein Dorf ist ein Ort, das kann man nicht fragen. Und deswegen sagt man eigentlich auf Arabisch, Fes'alu, also das eigentliche ist, Fes'alu al-Qarya oder Fes'ali al-Qarya. Frag das Dorf. Das versteckte Wort ist Fes'al Ahl al-Qarya, also die Leute des Dorfes. Aber weil das schon logisch ist, dass man das Dorf nicht fragt, hat man dieses Wort schon gelöscht oder eben weggenommen. Interessant. Da gibt es noch auch sehr, sehr wichtige Orte, im Hadith zum Beispiel, vor allem im Gebet, aber mir fällt es jetzt gerade nicht so ein. Subhanallah. Okay. Jetzt sind wir bei Sabara. Yes, Kuno. Yes, Kuno. Okay.
Yaskunu, er steht auf. Yaskunu Lissola, er steht auf für das Gebet. Nee, Yaskunu heißt wohnen. Achso, wohnen. Ah, okay. Yaskunu, okay. Yaskunu Yaskunu fi Hayil Jamia. Er wohnt im Viertel, er wohnt im Jamaa-Viertel, oder Genau, richtig, ja. ist es ein Okay. Eigenname, Jamia, oder er wohnt im Gemeinschaftsviertel, oder wie kann man das sagen? Also Jamia müsste eigentlich der Name des Ortes heißen. Ah, Also okay. Jamia an sich heißt eigentlich Universität. Universitätsviertel könnte man sagen, oder wenn es ein ganz normaler Name ist, den Jamia-Viertel. Yatawaddao. Yatawaddaun. Yatawaddo, das Verb habe ich vergessen, was es bedeutet. Wudu. Wudu, ah, okay. Er macht Wudu lissola. Er macht Wudu für das Gebet. Naam. Yatawaddau lis-salah. Ahsant. Wenn du etwas vergessen hast, kannst du sagen nesitu. Nesiya, Nasito. vergessen. Nesitu, ich habe vergessen. Nasito. Das Wort kommt, glaube ich, auch im Koran vor, oder? Ja, sehr viel, sehr viel. Wama ansanihu illa shaytan und Askuras zum Beispiel. Auch فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. Also ist sehr oft vorhanden. Das Beispiel, was mir gerade eingefallen ist wieder, und zwar لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. Es gibt kein Gebet für denjenigen, der mit Fatihatul Kitab nicht gelesen hat. Das ist das wortwörtlich, die wortwörtliche Übersetzung. Hier zum Beispiel fehlt etwas. Einige Gelehrten haben gesagt, La Salate Sahiha, also kein richtiges Gebet. Also wenn du die Fatiha nicht gelesen hast, dann ist dein Gebet ungültig. Und das ist eben die Rechtsschule von Imam Shafi'i. Bei Abu Hanifa, er hat ein anderes Wort hinzugefügt und sagte, das Gebet ist nicht vollständig. Deswegen hat er gesagt, Al-Fatiha ist wajib und nicht fard. Und der Unterschied ist, dass den Fard, wenn du ihn lässt, das Gebet ist ungültig. Den Wajib, wenn du ihn lässt, dann kannst du am Ende, also nicht absichtlich, also vergessen gelassen hast, dann kannst du Sajdat Sahu ganz am Ende beten oder machen. Und dann ist dein Gebet noch richtig. Okay. Wir haben noch 10 Minuten. Inshallah schaffen wir das. Akmil biwada' al-Kalima as-Sahiha. Also füge das passende Wort hinzu, was zwischen den Klammern ist. Also wir haben zwei Wörter, zum Beispiel Fischakati, Arba'u, jetzt sagen wir Urafin oder Rurfatin. Aschabatil, Aschabatir Bau, also Wohnung. In der Aschaka, Wohnung. also Fi Schabkati in der Wohnung. Arbau 4. Achso, 4. Also Ruraf ist ein Zimmer, aber Rurfatin sind die Zimmer, oder? Umgekehrt. Ghurafin ist Mehrzahl. Ghurfatin ist ein Zimmer. Ah, okay, Ghurfatin, Einzimmer, Ghurafin, Plural. Also müssen wir Shakati. Shakatir Da gibt es kein L. Also Fischakati. Arba'u. Ah, okay, ich wollte das T mit Aro. Kann man nicht. Okay. Fi Shakati Arba'u Rurafin. Es gibt also in Genau. der Wohnung sind 4 Zimmer. Genau, richtig. Kam fischakati. Kam hammam, auch kam hammamun. Also
Kam haben wir gesagt, das ist auch ein Fragewort. Wie viel? Also, wie viel? Also, Hammam, ein Bad und Hammamen, also Bäder. Kam Hammamen, Fischabra. Mushet, genau, Mushet. Schakra, Fischakra. Kam Hamaman Fischakra. Jetzt bei Hammam musst du auf die Schedde achten, bei dem Meme. Hammam. Kam Hamaman Fischakra. Wie viele Bäder sind in der Wohnung? Genau. Kam Hammaman Fischdaqa. Das muss ein Tamyiz sein. Okay. Rakam 3. Meta au mada tadhabu ila al-madrasa? Du gehst in die Madrasa und dann würde man fragen, Mata, wann gehst du in die Moschee? Mata Genau. tadhabu ila al-madrasa. Genau. Wann gehst du zur Schule? طيب. أذهب الساعة oder الساعة السابعة. Ich gehe. أذهب الساعة اذهبوا الساعة السابعة. السابعة. Ich gehe um 7 Uhr. Ich gehe um 7 Uhr. Okay, ich gehe um 7 Uhr, heißt das einfach nur. Genau, richtig. طيب هذه هو الشقة oder هي الشقة؟ Das ist die Wohnung. Also hadihi hier, weil hadihi, das ist weiblich. Hadihi hier, das ist ihre Wohnung. Ich lese mal schnell den Text, weil wir noch 5 Minuten haben. Und dann beantwortest du die Fragen. Oder das ist Sahu Khata. Iqra al-Faqara, liest den Paragraph, dann antworte mit Ja oder Nein. Okay. Yastayqidhu Ahmed mubakkiran 'inda al-Fajr. Ahmed wacht früh beim Fajr auf. Yusalli al-Fajr fi al-Masjid. Er betet das Fajr-Gebet in der Moschee. Ahmed la yanamu ba'da salat al-Fajr. Er betet nicht nach dem Fajr-Gebet. Huwa yaqra'u al-Quran. Er liest den Du meinst, Koran. er schläft nicht nach dem Fajr-Gebet, oder? Habe ich was anderes gesagt? Ich glaube, er hat das gesagt, er betet nicht nach dem, aber er schläft hier. Subhanallah. Namen. Richtig, okay. Also er schläft nicht nach dem Fajr-Gebet und er liest den Koran. يذهب إلى المدرسة بالحافلة. Er geht zur Schule mit dem Bus um 7 Uhr, الساعة السابعة. يوم العطلة. Beim Feiertag. يستيقظ مبكرا أيضا. Wacht er auch früh auf. يوم الجمعة في الصباح. يقرأ صحيفة أو كتابا. Am Morgen vom Freitag liest er eine Zeitung oder ein Buch. ويصلي الجمعة في المسجد الكبير und betet das Freitagsgebet in der großen Moschee. رقم واحد. يستيقظ أحمد مبكرا. صحيح صح أو خطأ؟ صحيح. أحمد يستيقظ مبكرا. أحسنت. رقم 2. يصلي أحمد الجمعة في المسجد الكبير. صحيح. صحيح. يوم الجمعة يقرأ صحيفة أو كتابا. Ich habe nur صحيفة gelesen. Ich muss mal gucken im Text. نو صحيح صحيح نعم. صحيح رقم 4. أحمد ينام بعد صلاة الفجر. بس فنحن حتى ولا خطأ.
خطأ خطأ. خطأ نعم. هذا خطأ. طيب الصحيح ما هو؟ Was ist das Richtige؟ الصحيح ما هو؟ أحمد لا ينام بعد الصلاة بعد صلاة الفجر. أحسنت. نعم. 5. يصلي أحمد الفجر في البيت. هذا خطأ. نعم. ما أحمد هو الصحيح؟ يصلي أحمد يصلي الفجر في المسجد. نعم. 6. أحمد مهندس. مهندس ولا إنجنيور؟ كنو. لا أحمد استشهد كمان معلم استشهد أحمد معلم معلم سليغة. سليغة. und مدرس auch Lehrer beides Genau. Du könntest sagen متعلم, weil يتعلم متى heißt lernen, يتعلم. Deswegen könntest du متعلم sagen, aber das eigentlich ist طالب. أحمد طالب. طالب أحمد طالب Okay. يذهب إلى المدرسة بالسيارة. هذا خطأ نعم. أحمد يذهب أذهب أحمد يذهب إلى المدرسة في الحافلة أو بالحافلة بالحافلة. نعم بالحافلة بالحافلة. أحسنت. بالحافلة هل تو انجلش فان؟ Nee, keine Fragen. Okay. Dann bleiben wir hier inshallah stehen. ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.